beschäftigen wir uns mal mit der Frage, was soll eigentlich diese kleine Glasglocke? Genauer, was soll ein CO2-Dauertest uns im Aquascaping bringen? Das kann man jetzt natürlich erahnen. Ein CO2-Dauertest soll eben unseren CO2-Gehalt im Aquarium messen und das dauerhaft. Er hängt ja im Aquarium, diese kleine Glasglocke hängt im Aquarium. Es gibt verschiedene, es gibt von JBL zum Beispiel so ein ganz hässliches Ei. Aber ich habe jetzt so ein Standard-Aquasabi, so eine Glocke, seht ihr hier auch. Es gibt natürlich auch noch so richtig professionelle 40-50-Euro-Dinger, die dann so richtig schön da raushängen noch und zwei, drei kann man haben oder so, aber das ist viel zu unnötig, ehrlich gesagt. Also ich wüsste nicht, wofür man das braucht. Ich kann auch mal ein bisschen recherchieren, aber ich sehe da jetzt keinen Mehrwert drin. Und ja, ein CO2-Dauertest soll unseren CO2-Wert messen. Das kann natürlich nicht das Glas alleine, also nicht unser Dauertest an sich kann das natürlich nicht. Wir brauchen eine Indikatorflüssigkeit. Indikatorflüssigkeit ist euch vielleicht ein Begriff. Eine Indikatorflüssigkeit, einfach gesagt, ist euer Dauertröpfchentest da drin. Und dadurch, dass eben dieser CO2-Dauertest in so einer Glockenform ist, läuft, also ihr habt eure Indikatorflüssigkeit, ihr habt die dann da drin und zwar in diesem Glöckchen. Und der Dauertest hängt ja so, dass hier dieses Glöckchen ist und dann hier so dieser Bogen rumgeht und hier unten so eine Öffnung ist. Da unten, wo die Öffnung ist, ist eine Luftblase, weil das Wasser ja nicht hochlaufen kann. Das heißt, ihr habt dann Luft im Wasser. Es ist ein bisschen komisch, ein bisschen schwer vorzustellen, aber das kann man gut sehen, dass da hängt dann da unten so eine Luftblase dran. Und je nachdem, wie viel CO2 in eurem Wasser eben gelöst ist, verfärbt sich diese Indikatorflüssigkeit. Das ist bei eigentlich allen Herstellern gleich. Blau steht für zu wenig CO2. Grün steht für gut CO2, sind meistens 20 Milligramm pro Liter und Gelb steht für zu viel. Im Aquascaping haben wir ja jetzt im Vergleich zu der normalen Aquaristik eher so okay bis viel ist unser Okay-Wert. Also ich glaube ungefähr, also Blau sind 10 Milligramm, Grün sind 20 und Gelb sind 30. Und da wir ja so 20 bis 30 haben, je nach Pflanzen, also ich habe hier immer gute 25 drin, also versuche ich immer so einen leichten Gelbschimmer da reinzubekommen, brauchen wir natürlich im Grunde zu viel CO2. Das ist natürlich etwas abschreckend, weil wenn man das jetzt nicht weiß, guckt man auf die Packung, sieht, okay, das muss grün sein, aber wenn man dann da richtig anspruchsvolle Pflanzen drin hat, könnten die auch mehr CO2 vertragen. Also ganz wichtig, Wert fürs Aquascaping bei uns 20 bis 30 Milligramm pro Liter, also grün bis gelb ungefähr. Wenn ihr natürlich Fische oder Garnelen, viele Fische oder Garnelen drin habt, dann müsst ihr damit ein bisschen aufpassen. 20 Milligramm ist okay, ihr könnt dann vielleicht leicht hoch so 22 Milligramm, aber ich würde dann auch nicht höher gehen, weil die eben natürlich die ganzen Sauerstoff brauchen, den das CO2 verdrängt. Aber in einem reinen Pflanzenbecken mit vielleicht 5 Schnecken könnt ihr da rein theoretisch 50 Milligramm pro Liter CO2 haben. Das ist nämlich das Schöne an CO2. CO2 kann nicht zu viel im Becken sein. Das Einzige, was daran schlecht ist, ist euer Geld. Das kostet dann nämlich viel, wenn ihr da dauerhaft 50 Milligramm pro Liter CO2 drin habt. Aber nein, Spaß beiseite. Also ihr könnt da rein theoretisch 50 Milligramm pro Liter reinhauen. Algen können nämlich nicht durch CO2 kommen. Die Pflanzen nehmen so viel auf, wie sie brauchen. Die werden es euch danken. Das ist dann ihr Maximum erreicht und dann bleibt der Rest im Wasser. Aber der Rest im Wasser, den könnt ihr ja eben an eurem Dauertest sehen. Aber der fängt euch keine Algen ein. Das heißt, ihr könnt, braucht euch da keine Sorgen zu machen. CO2 könnt ihr dann lieber mehr als zu wenig machen. Natürlich kostet das dann auch etwas mehr, aber so kann man auf Nummer sicher gehen, dass man auf jeden Fall keinen CO2-Mangel hat. Gibt es nämlich auch, denkt man nicht dran, man kennt Eisenmangel und so, aber einen CO2-Mangel gibt es ja auch. Und zum Schluss jetzt eine Frage, die sich wahrscheinlich viele, ja nicht viele, aber die sich vielleicht ein paar von euch stellen. Brauche ich einen CO2-Dauertest, wenn ich keine CO2- bzw. Bio-CO2-Einlage habe? Klare Antwort, nein. Denn ihr könnt es euch denken, habt ihr zu viel oder zu wenig CO2 im Wasser? Ihr habt viel zu wenig, sonst bräuchte kein Mensch eine CO2-Anlage, wenn man schon von Anfang an genug CO2 im Wasser hätte. Das wäre natürlich richtig schön, da können wir richtig Geld sparen, wenn die Wasserwerke sich denken, jo, wir pumpen in unser Leitungswasser 20, 30 Milligramm pro Liter CO2 rein. Wäre natürlich richtig gut. Also wenn einer von euch zuhört,
hört oder zuschaut, der von den Wasserwerken oder so ist, der da Einfluss hat, macht da bitte CO2 rein. Das wird uns hier allen ein kleines bisschen Geld sparen. Aber Spaß beiseite. Ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Jetzt noch ein paar entspannende B-Roll-Sequenzen aus meinem Becken. Ciao. Noch eine kleine schnelle Info. Wir als Aquarianer brauchen ja, wir haben ja natürlich sehr guten Humor, wir Aquarianer und Aquascaper. Aber wenn ihr Instagram habt, schaut doch mal bei Langenbach Fotografie vorbei. Der fotografiert nämlich immer Fische und Aquascapes und Pflanzen und sowas alles. Aber seit neuem hat er jetzt auch Fisch-Memes, die sind wirklich sehr lustig, also richtige Bereicherung. Ich gucke dann immer auf den Instagram-Kanal und es ist wirklich immer lustig, diese Fisch-Memes. Also es sind wirklich gute Fotos, aber auch gute Texte.